Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich bin heute mal in der Teichwirtschaft Heberbaude. Ich bin hier zum ersten Mal und ich will jetzt ein bisschen auf Afrowelt so Stör probieren. Mal schauen, was so geht. Auf geht's! Ja, die Wels- und Störrouten sind jetzt scharf. Und während ich aufgebaut habe, habe ich noch ein paar Forellen steigen sehen. Deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen eine Paste schleppen. Ich habe hier eine Solo-Glas-Montage und mal schauen, ob ich noch eine Forelle überlisten kann. Krass beim Auswerfen. Ha, beim Auftreffen direkt genommen. Ja. Wie cool ist das denn? Und da haben wir den ersten Fisch. Mega. Ja, richtig schön. Hat es das echt gelohnt, nochmal die Forellenroute ein bisschen auszupacken. Ich bin nämlich, als ich hergekommen bin, einmal so ein bisschen im Teich gelaufen, habe so ein paar Forellen springen sehen. Schön. Da haben wir Fisch Nummer 1. So, Fisch Nummer 1 ist gelandet. Also hat sich echt nochmal gelohnt, die Forellenroute auszupacken. Da sind nämlich noch ein paar Forellen gesprungen und ich werde jetzt noch ein bisschen weiter schleppen. Da kommt bestimmt noch eine. Alter, Leute, hier vorne am Ufer direkt ein Biss. Ich habe gerade erst reingeworfen. So, ich werde jetzt direkt mal anhauen. Und hängt. Na, das könnte unser erster Afrowelt sein. Oder Stör, ich weiß es nicht. Aufpassen, dass der nicht durch die zweite Route haut hier. So, das Problem haben wir schon mal gelöst. Aber ich erkenne Parallelen zur Forelle. Also ich habe gerade den Köder nochmal neu ausgeworfen und direkt zack, der Biss. Ah, ich glaube, das war ein Stör. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Sehr schön. Thank you.
Was für eine Power die haben, ne? Junge, Junge, Junge. Schöner Drill, freut mich. Sowas macht immer richtig, richtig Spaß. Wie langsam die Bremse immer klickert. Also ich glaube, jetzt kriegen wir den. Yes! Haha, wie geil. Richtig schöner Stör. Geil. Yes! So, da haben wir den ersten Stör. Richtig geil. War ein richtig cooler Drill, ey. Ich war ja gerade ein bisschen auf Forelle unterwegs, aber da ist der hier eingestiegen. Richtig nice. Also ich freue mich mega. Und ich werde euch gleich ein bisschen was erzählen, wie ich so die Stelle gefunden habe. Aber ich wollte erst ein bisschen auf Forelle angeln, deswegen holen wir das gleich nach. Ja, wie ihr wisst, ziehen die Störe und die Afrowelse genau an der Kante lang und wir müssen den Köder entsprechend an der Kante präsentieren. Um die Kante zu finden, werde ich jetzt ausloten. Ich habe hier meine ganz normale Tremarella-Pose mit einem Glas. Werde ich jetzt eine Tiefe einstellen. Man muss sich da immer so ein bisschen rantasten, ne? Ich weiß auch nicht, wie tief das Gewässer hier ist. Das pendle ich einmal raus. Und dann werde ich so Stück für Stück das Gewässer so ein bisschen abklopfen und schauen, wo die Kante ist. So, hier liegt meine Pose noch nicht auf Grund. Da auch noch nicht. Ah, hier kommen wir der Kante schon näher. Oder? So, jetzt liegt die Pose so ein bisschen auf, man sieht es leicht. Und da ist auf jeden Fall eine Kante. Ja, jetzt haben wir die Kante gefunden. Also hier wissen wir ungefähr, es ist so, weiß nicht, 1,20 Meter tief. Jetzt gucken wir mal, ob da noch eine Kante ist. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen flacher stellen. Da hat es, glaube ich, gerade ein bisschen aufgesetzt, oder? Zack, ja, da kommt die Pose hoch. Das heißt, da haben wir auch so eine kleine Flachwasserzone. Ja. Also ungefähr so 50 cm raus. Da haben wir so eine schöne Kante, wo das extrem flach ist. Was haben wir hier? 80 cm ungefähr. Und da werde ich jetzt den Köder anbieten. Ja, wieder ein Biss. Diesmal auf dem Dendrobena-Bündel mit einem Tauwurm und mit dem FDM-Spray. Ja, lassen wir noch ein bisschen laufen. Machen wir gleich an. So, dann wollen wir mal anhauen. Ist das eine Forelle? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, das ist eine Forelle. Ha! Ich flippe aus. Ein Tauwurm und zwei Dendrobena und da weiß eine Forelle drauf. Ist ja lustig. Junge, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Da hätte ich absolut nicht gedacht, dass da jetzt eine Forelle auf den Tauwurm und die zweite Dendrobena mit dem FDM-Spray eingestiegen ist. Aber geil, freut mich.
Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt auch aufgestanden. Wir haben es jetzt 5 Uhr. Und gestern habe ich mich so gegen 12, halb eins hingelegt. Es ging einfach nichts mehr. Ich hatte noch einen guten Biss. Der ist leider nicht mehr kleben geblieben. Aber so ist das. Ja, neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Wir greifen jetzt wieder voll an. Auf geht's. Jo, da haben wir noch mal ein Biss. Hat sich das noch mal gelohnt, die Farbe zu wechseln? Ich habe ja mit Orange angefangen, jetzt auf Grün den Fisch. Und da haben wir noch mal eine Forelle, Jungs. Geil. Ja, richtig cool, dass gegen Nachmittag jetzt noch mal eine Forelle eingestiegen ist. Schön. Danke. Ja, Leute, auf der anderen Seite ging jetzt gar nichts mit Stören den ganzen Tag. Eine Forelle konnte ich ja noch fangen, das habt ihr ja gesehen. Und ich werde jetzt noch mal auf die andere Seite, auf die Schattenseite wechseln und mal schauen, ob hier noch mal ein Stör geht. Ich angle die ganze Zeit schon mit Räucherlachs. Wie ich das anködere, das könnt ihr in meinem Störvideo sehen. Das verlinke ich euch unten in die Kommentare. Ja, und ich werde jetzt schnell hier den Köder präparieren. Und dann geht der ab ins Wasser, damit wir vielleicht noch mal einen Stör kriegen heute. Das wäre nämlich echt ganz schön. Ist echt ein bisschen zäh, aber ja, so ist Angeln. Die Forellen wollten heute, die Afrowelse nicht. Ja, es ist einfach so, ne? Aber ich bin mit dem einen Stör schon sehr zufrieden. Und vielleicht geht ja gegen Ende noch mal einer. Könnte ein Afrowelt sein, weil der ans Ufer zieht. Mhm. Ganz langsam. Und danach da. Meinst du, ich kann anhauen? Ich glaube noch nicht. Lass ihn nochmal wegziehen. Jetzt, oder? Ja, ja, ja. Sieht schon besser aus. Jo, jetzt. Jawohl. Boah, geil. Ey, richtig schön, war ja ein richtiger Kampf heute, aber jetzt gegen Ende. Platz, ein Stör ist das. Haben wir nochmal den Platz gewechselt, Klaas hat mir gerade ein bisschen geholfen. Da ist nochmal ein schöner Stör eingestiegen. Sehr geil. Da muss ich aufpassen, der ist gar nicht schlecht. Ich glaube, ich mache nochmal schnell die Kamera um, oder? Dass man den drin ein bisschen besser sieht. Ja. Die sind nämlich gerade am Einpacken. Ich gebe, drück Kameramann, ich drück dir mal die Rute schnell in die Hand. Du bist jetzt da vorne. Man läuft immer noch. Ey, ich bin so happy, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war nur ein Kampf heute. Aber dass das jetzt gegen Ende nochmal klappt, Hammer. Ja, jetzt ist der Akku hier leer. Ein Pech. Kann ich ja wieder abnehmen. Boah, hängt ganz vorne in der Lippe. Hast du das gesehen? Ja. Yes! Sehr schön, Chris. Alter, geil. Boah, Erlösung. Ein Hammerstör. Ja, Leute, hier ist der Stör. Was soll ich sagen?
cooler Drill wieder. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass es jetzt gegen Ende nochmal klappt. War ein zäher Tag. Also Fisch ist wirklich genug drin. Afrowelse hat man auch ohne Ende gesehen. Aber die wollten nicht so richtig. Ich glaube, dass das ein bisschen zu kühl geworden ist heute. Aber ja, zweiter Stör. Super happy. Geiles Ende. Vielleicht geht noch einer. Alter, jetzt ist der nächste wieder eingestiegen. Jetzt läuft's. Richtig schön, wie der abläuft. Siehst du das? Geil. Ich glaube, ich warte noch mal einen kleinen Moment, weil der eben ziemlich knapp ging. Aber der ist auf jeden Fall noch dabei. Sagst du, Klaus, können wir anhauen? Ich würde noch warten. Ja? Aber eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus. Nehmen wir es ja auch so ein bisschen. Ja, weil die so knapp hingen, ein bisschen ja. Lieber den Zeit geben, ne? Hast du eigentlich recht. Ja, wir warten jetzt noch ein bisschen, bis der zur Mitte zieht und dann geben wir dem einen. Jetzt können wir, oder? Ja, jetzt wieder weg. Und da hängt der nächste. Wieder ein richtig schöner Stör. Hast du gesehen? Boah, geil. Mega. Ja, dass das jetzt gegen Ende nochmal so gut läuft. Also ich hätte da auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Ich habe meine andere Kamera auch schon weggepackt. Ja. Vielleicht sollte ich doch noch mal 10 Minuten dranhängen oder eine Viertelstunde, wa? Oh, cool, ey. Ah, das freut mich richtig. Ey, der hat sich um die Pose gewickelt. Oh. Um die Schnur. Eben bei der Einsluft. Ja. Siehst du das? Komplett einmal rum. Petri. Petri, Dank. Junge, Stör Nummer 3. Nice. Jawohl, Stör Nummer 3 ist gelandet. Also der Platzwechsel hat sich wirklich nochmal richtig gelohnt. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt nochmal 10 Minuten dranhängen. Ich wollte eigentlich schon fahren. Die meisten Sachen sind auch schon eingepackt. Aber das will ich jetzt nochmal testen, ob da noch was geht. Ja Leute, das war's vom 24 Stunden Angeln in der Teichwirtschaft in Heberbaude. Ich wollte ja auf Afrowelse und Stör gehen, hat nicht so ganz geklappt. Also das Wasser war ein bisschen zu kalt und deswegen waren die Afrowelse nicht ganz so beißfreudig, aber die Störe hatten zum Glück Lust. Ja, ich kann euch an dieser Stelle nur den Tipp geben, wenn ihr zu einem unbekannten Gewässer fahrt, geht mal ruhig ums Gewässer herum, schaut so ein bisschen. Ich habe gestern Abend zum Beispiel die Forellen hinten in der Ecke steigen sehen und dachte mir, gut, ich werde es noch ein bisschen auf Forelle probieren und hat ja auch geklappt. Ja, und zu den Stören kann ich euch nur den Tipp geben, holt euch unbedingt das Bait-Elastic. Damit hält der Räucherlachs richtig gut am Haken und ihr habt weniger Fehlbisse. Das Bait-Elastic bekommt ihr im Angelshop Gerstner und mit dem Code TFG10 bekommt ihr 10% Rabatt und unterstützt gleichzeitig meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, war schwierig, aber trotzdem gelungenes 24-Stunden-Angeln. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, ciao.